Jo, hey Leute, hier ist wieder Just Eddie am Start mit einem neuen Video. Und zwar auf richtig entspannt, wieder angelehnt auf dem Sofa. Ganz kurz, bevor es direkt hier losgeht, um was es heute sich hier handelt. Ganz kurz möchte ich nur einmal sagen, mega großes Dankeschön an die heftige Resonanz vom letzten Video. Mega geil. Und ich habe euch da gebeten, Kommentare zu schreiben und das habt ihr gemacht. Ihr habt da reingeballert und macht das genau dasselbe jetzt wieder, Freunde. Und zwar einfach mit den Antworten, die ich euch jetzt bringe. Und zwar geht dieses Video einfach um auf neue Fragen einzugehen oder Kommentare einzugehen, die ihr mir im letzten Video geschickt habt. Das Ding ist, Freunde, nur dass ihr Bescheid wisst, es wird wieder Streams geben, gar keine Frage. Nur ich bin privat unfassbar krass eingebunden momentan. Und deswegen fällt es mir schwer zu streamen. Aber ich will halt Videos für euch machen und deswegen das hier halt, ne? Aber ich versuche euch das ein bisschen qualitativ hochwertiger zu bringen und deswegen, ja, diese Art von Format gerade, was ich am Ausbauen bin, möchte, dass es ein bisschen lebhafter ist als vorher. Naja, Freunde, also wir gehen mal auf die Kommentare ein. Und zwar haben wir jetzt hier, Sekunde, ich schau mal, dass ich das auch alles gut machen kann, dass ich das alles sehe. Genau, ich spiele auf Merv, also Martin sagt, ich spiele auf Merv, aber Old Silk Road aktuell finde es super, dass es kein Discord-Server gibt. So ein deutsches Ruhr-Community hat bisher echt noch gefehlt und finde auch super, dass alle Ruhr-Spieler, egal ob Server A oder B, willkommen sind. Ja, auf jeden Fall, definitiv sind alle bei uns willkommen, weil ich denke mir halt, es geht um die Art der Leute, die dahin kommen. Und klar, ich weiß, es gibt dann auch immer mal wieder ein paar Ausreißer und so weiter, aber letzten Endes, ja, muss ich sagen, sind die meisten Leute einfach alle auf einer Wellenlänge. Und wenn uns jetzt noch nicht ein Server verbindet, vielleicht irgendwann, aber dazu kommen wir gleich auch noch. So, ich gehe mal hier weiter runter. Genau. Und zwar haben wir hier The Piano Sound. Hallo, ich spiele momentan auf Origin Online. Das macht einfach Spaß, wenn man weiß, dass niemand anderes bottet und wirklich jeder seinen Fortschritt mit der Hand erzielt hat. Das wird auf mehr wahrscheinlich ähnlich sein. Hatte deine Videos zufällig vor 2 Wochen. Bist ein echt ein lustiger Kerl. Bla bla bla. Vielen Dank, mein Freund. Definitiv. Hey, Kamera. Vielen Dank. Also ich freue mich immer tatsächlich, wenn man mir auch Feedback zu mir und meiner Person gibt. Und das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob es was gibt für euch, wo ihr sagt, hier, Eddie, ändere das. Heißt nicht, dass ich es ändere, aber dann weiß ich wenigstens, okay, was kommt vielleicht nicht so cool an oder was kommt gut an und so weiter. Deswegen sehr gerne auch Kommentare zu mir und meiner Person da lassen. Interessiert mich immer sehr. Es ist mir nicht egal, was ihr denkt. Und ja, ich glaube auch Origin und Merv, ich glaube, die tun sich da nicht viel. Ich glaube, das ist einfach sehr ähnlich. Und ich will gleich auf da genauer drauf eingehen, dazu komme ich gleich. Aber letzten Endes, ja, ist es halt das Coole an Non-Bot-Servers halt einfach, ne, dieses, dass die meisten Leute Bock haben, Fortschritte sich selbst zu erarbeiten und ja. Darum aber, Freunde, gehe ich direkt auf ein Thema ein und zwar Taxi. Ich bin überhaupt kein Fan von Taxi. Ich muss sogar sagen, ich finde es nicht geil, wenn Taxi gegeben wird. Aber noch weniger natürlich, wenn Taxi genommen wird. Weil ich muss wirklich sagen, es gibt viele Leute, die sagen, ich habe das auch in mehr auf Discord gesehen, da fragen Leute oder sagen Leute, ja, es muss mehr Taxi angeboten werden und so weiter, wo ich mir denke, boah, Digga, damit kriegst du doch nur Leute, die keinen Bock haben, selbst zu leveln. Ich verstehe es, dass es manchmal keinen Spaß macht und so weiter, aber letzten Endes wollen wir doch eigentlich, also am meisten will ich die Leute haben, die Bock haben, sich das zu erarbeiten. Beim zweiten Char, dritten Char verstehe ich, dass man da irgendwie immer weniger Bock kriegt, aber letzten Endes, wissen wir ja, dass wir darum zocken, also ich zocke das Game, weil mir das Leveln auch Spaß macht, also ne, für mich ist so, der Weg ist das Ziel, hört sich so lächerlich an, aber ist so, ja, und da muss ich wirklich sagen, ich bin jetzt gerade auf das Thema Taxi gekommen, Taxis sorgen oft dafür, dass Leute hochkommen, die dann aber keinen Bock mehr auf das Game haben oder auf den Char oder so, tatsächlich, viele Leute, die sich hochleveln lassen, haben danach oft keinen Bock mehr auf ihren Char. Da fehlt diese Verbindung oder da fehlt was. Und ja, deswegen kann ich nur den Leuten empfehlen, die gerade neu anfangen wollen, Leute, zockt selber.
Merkt ihr, es macht euch keinen Spaß, dann wird es euch auch danach keinen Spaß machen. Auch wenn ihr auf Max-Level hochgezogen wurdet. Meistens. Nicht immer. Und ich verstehe auch, wenn es manchmal so ein paar Level gibt, die man überbrücken möchte. Aber ja, macht es euch nicht selbst schwer. So, wir gehen weiter. Und zwar haben wir hier Res-D. Top-Erklärung. Bau nächstes Mal noch so zum Beispiel halbe Bildschirm, wo man dich sieht und andere Hälfte ältere Videos von dir. Ja, das habe ich jetzt mir überlegt, dass ich das halt mache. Ne? Ich habe das jetzt hier mit den Kommentaren gemacht. Je nachdem, was ich demnächst mache, werde ich das in dieser Art machen, wenn das gut ankommt. Ja. Aber tatsächlich, dein Kommentar hat mich dazu bewegt, heute das so ein bisschen anders zu gestalten und gerne, wie gesagt, in den Kommentaren da lassen, wie euch das gefallen hat. Hier eben noch bei The Piano Sound hat jemand geschrieben, dein Ernst, gibt kaum einen Server, der so pay to win ist wie Origin. Vor allen Dingen mit der Hand, haha. Das sind Kommentare, die ich nicht so feier, muss ich sagen. Ich finde, ob pay to win oder nicht, muss man wirklich mal separieren. Was heißt jetzt pay to win gerade für dich? Heißt es, du kannst auf dem Game wie auf ISRO nur zocken, wenn du Geld zahlst? Oder du bist einfach langsamer oder du bist im Endlevel einfach schlechter? Oder was heißt Pay to Win im Exakten? Weil ich finde, als ich Origin gespielt habe, war ich sehr zufrieden und fand nicht, dass es Pay to Win mäßig ist. Vielleicht im Endlevel-Bereich. Aber dann heißt es für mich nicht, dass Origin also ein schlechter Server ist und nur Pay to Win und bla bla. Und vor allen Dingen mit der Hand in Anführungsstrichen hat er geschrieben. Ich glaube, da geht er darauf ein, dass vielleicht ein paar Leute da irgendwas Heimliches machen und so weiter. Letzten Endes, Origin ist ein Non-Bot-Server, der dafür bekannt ist, dass. Super. Der dafür bekannt ist, dass man nicht botten kann auf dem Server. Und ich finde, das macht er auch sehr gut. Dass sich auf einen so großen Server ein paar Botte einschleichen oder Leute, die das irgendwie ausnutzen, ist klar. Da habe ich aber auch im letzten Video gesagt, am besten chillig bleiben, nicht direkt übertreiben und vor allem nicht Gift sprühen. Nicht sagen, das ist ein Bot-Server oder die erlauben Botten und so weiter. Damit vergrault man alle coolen Leute. Alle Leute, die eigentlich korrekt wären, vergrault man damit. Deswegen bitte da einfach auf chillig bleiben, ja? Bitte. Wirklich. Ja. Albert Eberhard, ein Streamer. Hier nochmal danke und willkommen. Ich gucke, sieht man seinen Kommentar? So. Gut, gut. Gerade der Part mit deinen Top 2 Servern, der ja nur Top 2 ist, weil du nicht auf ihm spielst, habe ähnliche Ansichten auf die Server und teile deine Meinung grundsätzlich. Ton war sehr leise. Das stimmt. Ist mir nachher aufgefallen, deswegen Mikro gerade. Und Top 2 Server. Ja, genau. Letztendlich glaube ich, wenn ich auf Origin zocken würde, wäre Origin mein Favorite Server. Jetzt zocke ich auf Merv, deswegen ist Merv mein Favorite Server. Gibt es einen anderen Non-Bot Server, der mich so hypt, dann ist das mein Favorite Server. Aber letzten Endes reden wir hier alles von sehr guten Servern. Muss man wirklich sagen. Und deswegen finde ich es auch nicht geil, wenn so ein Server wie Origin gehatet wird. Oder JZRO oder was auch immer. Das sind alles gute Non-Bot-Server. Wenn die gehatet werden wegen irgendein paar Gerüchten oder irgendein paar Ausreißer oder so. Ey, das sind gute Server. Redet die doch nicht unnötig schlecht. Ganz ehrlich. Es gibt Server, die sind wirklich schlecht. Das wissen wir. Genau, dann hat er noch gesagt, okay, ich finde, Origin ist der Server, der uns alle verbinden sollte. Mal eine andere Frage. Warum Merv und nicht Origin? Origin ist schon ein paar Jahre auf dem Markt, ist solide Community, okay. Dein Team von Origin kümmert sich gut um die Leute. Das Team von Origin kümmert sich gut um die Leute und den Server. Hier ist alles, was dein Silkroad-Herz höher schlagen lässt. Es ist halt die Version von Silk Road, die am besten an die ursprüngliche Version von SRO angelehnt ist. Es bietet alles, was ISRO auch bietet, nur halt keine vollen Server und Bots. Okay, Cap ist noch 110, aber bei Merv ist ja nur 80. Komme ich in 3 Tagen hin, ist doch langweilig. Genau. Also was gibt es für Unterschiede zwischen Merv und Origin, die dich zu bringen, lieber auf Merv zu sein? Da sind jetzt mehrere Punkte. Ich fasse das einfach zusammen. Origin war damals der Server, der mich dazu gebracht hat oder inspiriert hat, einen eigenen P-Server zu gründen. Das habe ich dann auch gemacht. Oder das haben wir dann auch gemacht. Der lief dann mehr oder weniger gut.
aber war für mich wirklich was sehr Bereicherndes, muss ich sagen. Dank diesem Kram habe ich das hier, was ich jetzt habe, erst bekommen, quasi. Deswegen bereue ich nichts. Aber Origin hat damals irgendwie, da hat mir was gefehlt. Ich kann dir nicht sagen, was das ist. Aber das heißt nicht, dass auf Merv das Gefühl nicht auch da ist. Auch auf Merv, da gibt es Sachen, die fehlen mir. Und ich wünschte mir, ich könnte mir einen P-Server kreieren, genauso wie ich ihn mir wünschen würde. Und da komme ich nämlich jetzt zu dem, was bei Origin einfach für mich der Fall ist. Er ist nicht perfekt. Er ist nicht perfekt. Und deswegen suche ich auch nicht nach dem perfekten Server, weil den gibt es nicht, außer ich gründe den selber. Und Merv hat für mich einfach auch genauso was Attraktives gehabt wie Origin, aber ich mag das Neue. Ich mag es, eine neue Community auf einem neuen Server mitgestalten zu können, einen Server mitgestalten zu können. Und auf Origin wusste ich, da ist der Hase schon am Laufen. Also, das ist ein gut funktionierender Server, wo man sich keine Gedanken machen muss, auf den ich immer zurückgreifen könnte. Aber ich finde es jetzt geil, einen Server mitzugestalten, der im besten Fall auch irgendwann in so die Fußstapfen von Origin treten könnte und dann von Beginn an da gewesen zu sein. Ich hoffe, Origin gibt es noch lange und so weiter und hält sich wahrscheinlich hoffentlich für immer, aber da ist einfach schon eine große bestehende Community, in die ich gerade, jetzt gerade nicht rein möchte. Sollte Merv irgendwann kaputt gehen, ist Origin wahrscheinlich eines meiner Ausweichserver, die ich mir vorstellen könnte. Aber deswegen kann ich dir gar nicht die grundsätzlichen Unterschiede bringen oder den Grund, weil auch das Cap ist jetzt nicht für mich entscheidend. Also, ich muss sagen, Cap 110 ist nicht mein Favorite Cap, aber das ist egal. Cap 100 war so eigentlich mein Liebling, wobei 110 auch geil ist. Letzten Endes, Cap ist nicht entscheidend für mich. Für mich war jetzt entscheidend, neu und von Beginn an dabei zu sein, mitzugestalten und eine Community darauf einfach zu verbinden und zu vereinen, mit denen ich dann einfach diesen ganzen Weg gehen kann. Genau. Sash hat noch gesagt, ohne Bot für mich ganz klar Merv. Ja, das ist so. Letzten Endes haben wir einen super Server gefunden, wo ich mir wirklich eine Zeit lang nicht sicher war. Leute, ich muss euch das sagen. Ich habe wirklich eine Zeit lang damals gedacht, so, oh je, was wird das? Weil der Server ist gut, aber der hat gerade zu Beginn zwei schlechte Updates gehabt und das war, ja, sehr schade. Aber letzten Endes haben sie es dann doch noch gut rausgerissen und ich muss sagen, ich bin froh, dass wir alle da drauf gegangen sind und bin sehr gespannt, in welche Richtung uns das alles noch treiben wird. Ja, sagt mir, Freunde, wie ihr diese Art von Format findet, wenn ich einfach auf Kommentare mal eingehe. Ich werde auch Themen ansprechen, die mich persönlich gerade einfach auch interessiert haben, aber gerade weil dieses Video von gestern auf heute so viel gute Resonanz bekommen hat, also wirklich unfassbar, dachte ich mir, ich möchte darauf eingehen und mich einmal bei euch bedanken. Euch sagen, macht genauso weiter. Dann habe ich mehr Stuff auch, den ich aufnehmen kann. Und werde aber auch in Zukunft noch Videos machen, wo ich über meine Themen rede und noch ein Video einfach nebenbei laufen lasse, wisst ihr? So wie mir auch in den Kommentaren geschrieben wurde. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt und so weiter, schreibt es mir und ballert die Kommentare schön voll. Ich werde das als Premiere hochladen, wie ihr jetzt wahrscheinlich mitbekommen habt. Das müsste ich eigentlich zum Beginn des Videos sagen. Ihr habt's Maul. Okay, wir brechen hier ab. Freunde, haut rein. Bis dann. Ciao.